Ja, perfekt. Der Stoppy, yeah! Jetzt üben wir einen Stoppy. Ich stelle mich zur Sicherheit hier hin. Petra kommt angefahren und ich stütze sie, falls sie über den Lenker geht. Komm deutlich mal in den Stoppy rein. Impuls, Stoppy, hopp! Wie ihr gesehen habt, hat es bei meinem ersten Versuch noch nicht so richtig hingehauen. Aber wozu stellt sich Nico überhaupt dahin? Genau, wie er schon gesagt hat, damit ich nicht über den Lenker gehen kann, aber natürlich in diesem Sinne auch, damit ich mich ein bisschen mehr traue, damit ich wirklich nach vorne gehe und damit man sich den Impuls geben traut und die Sicherheit findet, indem man mit Partner, mit Sicherheit eben diesen Stoppy üben kann und nicht, was man natürlich auch machen kann, einfach nur in der Wiese und dann im schlimmsten Fall aber halt vorne übergeht. Da ist es so natürlich um Welten angenehmer und dadurch vermutlich auch für viele von euch leichter zu üben. Wie ihr seht, habe ich einige Male probieren müssen, um überhaupt irgendwie gescheit hochzukommen. Und das, obwohl ich einigermaßen Hinterrad versetzen kann. Das heißt aber nicht, dass der Stoppy auch schön hoch aussieht. Und dafür muss man sich wirklich am Riemen reißen und sollte die folgenden Schritte beachten. Erstens, Impuls geben. Zweitens, Vorderradbremse ziehen. Sobald das Hinterrad dann oben ist, ist Fingerspitzengefühl angesagt und dann könnt ihr versuchen, euren Körper nach vorne zu bewegen, bis ihr den Punkt erreicht, in dem ihr einfach weiter nach vorne gleiten könnt mit dem Vorderrad, also indem ihr dann die Bremse ein bisschen aufmachen würdet, nach vorne fahren könnt. Da bin ich allerdings noch ein Stückchen weg und muss erstmal noch üben, üben, üben. Und dafür ist es gut, wenn der Partner da steht, der einen fangen kann, falls der Impuls doch mal etwas zu groß sein sollte. Gleiten. Impuls! Ein kleiner Hinweis noch, nachdem ihr den Impuls gegeben habt, sollten die Arme dann wieder gestreckt sein, wenn ihr also im Stoppy an sich schon seid. Und ja, dann ist Fingerspitzengefühl und viel Üben angesagt. Und falls ihr denkt, dass ihr zu hoch seid, dann einfach die Vorderradbremse aufmachen, dann geht automatisch das Hinterrad wieder runter. Ich bin irgendwie zu blöd. Einmal noch und danach. Dann lass uns mal zeigen, wie es geht. Ja, weggehen! Hopp! Ja! Ja, perfekt. Du musst die Beine noch ein bisschen mehr. Ja, aber der hat nicht getaugt. Nochmal.